Gut, haben wir noch was Interessantes der Region? Wenn es denn sein muss. Gut. Jawohl. Der Eisenschacht wurde magisch wieder aufgefüllt, die Bäume sind alle wieder da. Steuern und Sold werden gezahlt. Der Stamm ist jetzt ein bisschen zu arbeiten haben, wie es aussieht. Es sei denn, wisst ihr was? Nichts lieber als das. Wir bauen die Dinger hier. Wir bauen die Minen. Ist gut. Ja. Da ist doch, wir können die gerade gebrauchen. Gut. Sehr schön. Eure Arbeiter empfangen den Segen. Da können wir den Leibi. Wie viel Leben haben wir noch? Genug. Büffel auch noch. Könnte der Leib theoretisch sogar entlassen werden von Anfang. Auf jeden Fall schon mal 10 Plätze. Ja, es wird alles aufgehen. Die Eisenmine können wir insofern gebrauchen, als dass Arbalestenschützen und Schwertkämpfer sehr viel Eisen kosten und wir damit vorsichtig umgehen müssen. Wir haben nur diese 4 Schmieden und die haben nicht mal ein verdammtes Lager, aus dem sie ihre Sachen holen können. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch... Genau, kein CC, da war ja was. Und wenn der Sprengsatz dann richtig platziert ist, einfach anzünden und abwarten. Wir speichern. Das funktioniert auch bei jeder Bank. Wenn mich also hier niemand mehr braucht... Es gibt nicht genug zu essen. Ich weiß. So, 8000 Schwefel. Für 2000 Gold bekommt ihr die Bauoption für Gewehrschützenproduktion. Bauoption für Kanonenwerkstatt. Und Türme. Herr mit allem. Es ist Zahltag. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Die bedürfen wir trotzdem nicht. Nichts wie weg hier. Ausbau abgeschlossen. Betrachtet die Sache als erledigt. Wollen wir mit Truppen mal mit reinrennen? Ja? Eure Bauernhöfe produzieren nicht eure Arbeiter. Ihr zieht uns das letzte Mal ihr. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Ja, ist gut. Ich verfüge über Kanonen. Wird gemacht. Ich hasse es, wenn der Gegner Kanonen hat. Da ist eine Brücke. Ja. Da ist eine vergiftete Kiste. Kann ich die direkt aufmachen? Betrachtet die Sache als erledigt. Noch nicht. Oh, das ist Loser und die Socken, nicht wahr? Ja, ist gut. Ja? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Okay, ja. Das sind wahrscheinlich die Socken. Ja? Ausbau fertig. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das Gebäude ist ausgebaut. Das ist die Sockenangelegenheit. Aber gut, an diesem Punkt dürfen wir jetzt Türme bauen, was sehr hilfreich ist. Und schaffe ich es. Sobald die Uni durchgeforscht hat. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dach, Chef. Eure Gelehrten haben Hab ich mir gedacht. Technologie erforscht. Habe ich mir doch gedacht, dass hier kein Platz dafür ist. Das heißt, hier muss durchgeforscht werden, dann verschwindet die Uni. Es ist Zahltag. Eure Siedler werden gesegnet. Dann wir stampfen die hier weg, in der Hoffnung, dass das Ganze sich dann mit auflöst. Dann können wir hier unsere Kaserne wieder hinsetzen. Machen wir. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude. Mit den Bauernhöfen sehe ich gar nicht ein Spiel. Wir setzen hier einfach später einen neuen hin. Sobald die Uni weg ist, wird sie das einkriegen.
So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. So können wir aber schon mal die Scharfschützen vorbereiten. Ein paar Truppen haben, die mit Gebäuden fertig werden können. Das war jetzt ein Quicksave. Gut. Jawohl! Wer bist du nun schon wieder? Kein Schritt weiter oder du lernst meine Keule. Hau drauf und Schluss kennen. Immer schon locker bleiben, Kamerad Glatzkopf. Oder bist du auch einer dieser Sockendiebe? Ich werde gleich helfen, Sockendiebe. Aber da du schon das Problem ansprichst, unserem General Karan Mustafa wurde eine Ladung schmutziger Socken von einer gewissen Loserbande verschlachtet. Verscharrt. Ah. General Karan Mustafa bestellte ausdrücklich in Handarbeit geklöppelte und mit Brüsseler Spitzen versehene Soldatensocken. Ihm wurden jedoch betrügerischerweise schmutzige und durchlöcherte Soldatensocken als neuwertig angedreht. Das deutet unser General als Kriegserklärung. Bringt General Karan Mustafa den Kopf von Loser und ganz besonders die dringend benötigt frischen Soldatensocken. Aber nicht den billigen Plunder, sondern die mit den feinen Brüsseler Spitzen dran, sonst belagern wir Wien. Es ist Zahltag. Okay, die Osmanen wollen ihre Socken. Die Forschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Wenn ihr meint, betrachtet die Sache als erledigt. Seid gesegnet. Und tschüss. Ausbauen. Und hier kommt wieder unsere Kaserne hin. Wenn wir im Zweifel in der Lage sind, hier unsere Schwerter wieder aufzufüllen, falls wir uns die Schweiz durchkämpfen müssen. Gut, ja. Können wir die stinkenden Socken mitnehmen? Oh, Jungs, schnell! Wäscheklammer auf die Nase und durch! Ein neuer Auftrag. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler suchen eine Möglichkeit, die schmutzigen Socken wieder sauber zu bekommen und den Kopf von Loser. Und bringen den Kopf von Loser dem General Karan Mustafa. Betrachte die Sache als erledigt. Betrachte die Sache als erledigt. Ich schätze mal da oben. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wo ist der Kunchi? Wenn ihr meint, betrachtet die Sache da ist er. Pilgrim. Wie ihr bewacht wünscht. Den. Ah, hier hinten sind wahrscheinlich die Wäscherinnen. Die fixen das dann wahrscheinlich. Das brauchen wir dann gerade nicht. Hier Fließrüstung forschen. Aus Ästhetikgründen wird das ja wieder ausgebaut. Seid gesegnet. Sicherat. Die Steingrube wird hier zum Bergwerk gemacht. Wie ihr wünscht, wenn ihr meint, ja, wird gemacht, ja, ja, jawohl, wird gemacht, ja, ist so. Hallo, Fräulein Claire Assil. Ich hörte, ja, dass ihr eine Waschstation betreibt. Ich hätte ein Problem, das zum Himmel stinkt. Ach, man riecht es. Und der Geruch ist nicht ganz unbekannt. Es riecht stark nach diesen Socken von Loser. Ja, das ist richtig. Kannst du sie waschen? Sonst droht Krieg. Guter Mann, Loser ist ein Spacken. Er lässt dauernd bei uns waschen, zahlt aber nicht. Wir haben das schon tausendmal gesagt. Meine Mädels sind stinksauer, weil ich es nicht bezahlen kann. Wenn wir ihm die Wäsche nicht rausrücken, droht er uns mit Prügel. Für 1000 Gold und einen Strauß Blumen sind wir gerne bereit, dir zu helfen und waschen deine Socken. Ach, Gold soll kein Problem sein. Aber wo finde ich hier Blumen? Bau einfach welche. Besonders schöne wachsen zu bestimmten Zeiten auf Gräbern, wenn ich mich recht erinnere. Ist gerade so eine Zeit? Spute dich, bevor sie verblühen. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, Milord. Blume. Nur mit einem Strauß besonders schöner Blumen und 1000 Gold könnte Claire Steele davon überzeugen, euch die Socken zu waschen. Und wenn der Sprengsatz dann richtig platziert ist... Ja, lass uns die Blumen von Gräbern nehmen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht im Mindesten respektlos gegenüber irgendjemandem. Was ist denn für ein komischer Grabspruch? Hier ruht Franz Josef Matt, der sich zu Tode gesoffen hat. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und ein Gläser Schnaps dazu. Das war wohl nichts. Ja, ist gut. Auf zum Friedhof.
Hoffentlich habe ich hier nichts kaputt gemacht mit dem Grab. Wir haben ein bisschen Petersilie da drauf gelegt. Hier ist auch noch ein Grab. Da werden wir auch noch vorbeischauen dürfen. Na gut. Zahltag. Ja? Dann dürfen wir aber rein. Okay, gut. Wie ihr wünscht. Was steht da auf dem Grabstein? Hier liegt unser geliebter Junker. Und als er tot war, stunk er. Ah, das riecht man auch. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint... Mit diesen Blumen runter. Ausbau abgeschlossen. Gut, meint ihr, wir können hier genug Platz für eine Gießerei freiräumen? Nur vielleicht. Probieren wir es. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ich will hier einfach eiskalt die ganzen Socken. Glaub's ja einfach gar nicht. Ihr habt boah, schneller. Danke, Bleikugeln. Wir gehen schon auf schwerer. Noch nicht. Aber was ist denn für ein Grabspruch? Gestern ging ich auf und ab, heute macht der Hund aufs Grab. Jeder Hund hebt dir sein Bein. Schön war es, Junggesell zu sein. Da ist das gute Stück. Mal sehen, ob mir jetzt auch die gute Kreasil weiterhilft. Ja, ist gut. Wollen wir mal sehen, nicht wahr? Lauf rüber. War ich hier gerade bei stehen geblieben? Ich wollte irgendwas. Ne, genau, ich hatte abgelehnt, Arbalesten. Ne, ich hatte abgelehnt, ein paar Scharfschützen auszubilden und stattdessen forschen wir direkt auf die Schweren hoch. So rum war das. Hätten wir die Minen nicht gebaut, hätte ich die zwei Trupps bauen können. Oder die drei vielleicht sogar. So können wir noch auf maximal zwei halbe Trupps kommen. Und das muss nicht sein. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Nein, nicht rausklicken. Also, wir könnten hier oben noch einen Steinmetz und noch einen Steinbruch oder noch eine Eisenmine aufstellen. Was von beiden lassen wir passieren? Ausbau abgeschlossen. Ich denke, wir brauchen gerade keins von beiden. Sparen wir uns den Platz lieber für den Fall, dass wir ihn für irgendwas Gutes benutzen können. Irgendwann werden die Minen ja bestimmt leer sein. Da kann man neue bauen. Wenn ihr meint. So. So, Kreasil. Bitteschön. Hier eure heiß begehrten Blümchen und 1000 Gold. Sind sogar von einem ehemaligen Junggesellen. Und noch frisch. Ich hoffe, es klappt jetzt auch mit den Nachbarn. Da wäre schon. Oh Gott, da kommen die Socken schon wieder. Also sag mal, Claire, ihr stinkt's. Auf einmal unerträglich. Wo kommt das her? Das riecht mir stark nach einem aus der verdammten Loserbande. Seht nur da. Allmächtige, die Bäume fallen schon zusammen. Peter, schau nur, Pilgrim von Bitterbier. Da ist er wieder, der verfluchte Kerl. Was willst du hier? Was machst du da? Achtung, Pilgrim. Der Stinker klaut die Wäsche. Und nun? Was nun? Wie geht's jetzt weiter? Die verflixte Bande jage ich schon die ganze Zeit. Weißt du, wo die hausen? Nicht genau, aber vielleicht folgt dir einfach der Spur. Wir werden uns in der Zeit um deine Wäsche kümmern. Komm wieder, wenn du deine Aufgabe mit Luse erledigt hast. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe. So, 1000 Gold gezahlt. Ihr habt Kreasil und die richtige Blume gemacht und 1000 Gold gezahlt. Wird sich nun um die Wäsche kümmern. Kehrt zurück, wenn die Angelegenheit erledigt ist. Wenn ihr meint, ja. Folgen wir dem Stinker mal. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt.
Jawohl! Ah. Lass mich raten. Die Spur wurde nicht weitergezogen, weil er nicht gelatscht ist. Gut. Können wir jetzt da oben hoch? Also entweder ist der Jo durchgelatscht. Oder wir müssen wieder nach hier oben hin. Mit dem da reden und dann hier entlang. Wenn ihr das nicht lasst, lege ich euch ein kleines Päckchen unter den Stuhl. Kavum, wird gemacht. Die Spur wurde halt wahrscheinlich nicht weitergezogen, weil der elendige stinkende... Naja. Ja, hab ich mir gedacht. Wenn okay, gut. Meint... Weil der elendige stinkende weiter, ja? Nicht weitergelatscht ist. Ja. Ja, wie ihr befehlt. Marschformation. Marschformation. So macht euch auf den Weg. Beten. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Kim und Korn. Du kannst gehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir können Gruppe 8 wiederbeleben. Da unten. Gut. Wird gemacht. Wird gemacht. Gut. Wird gemacht. Sofort. Betrachtet die Sache als... Da geht die Spur weiter. Und jetzt ja, gibt es hier plötzlich den Brückenbauplatz. Ja, hat die Brücke wirklich hinter sich gesprengt? Mein Gott, sogar die Brücke ist im Gestand zusammengebrochen. Jungs, drückt die Wäscheklammer und Fenster auf. Und die drückt die Wäscheklammer und Fenster auf die Nase. Und lasst uns mit dem Bau der neuen Brücke beginnen. Nein, so. Ja, ist gut. Gruppe 8. Können wir direkt ein bisschen kürzen und hier Holz schicken, Holz hacken lassen. Weil wir den Platz jetzt gleich für die Brücke bauen, brauchen werden. Eure Siedler werden gesegnet. Was? Ich stinke? Das kann nicht sein. Ich bin frisch gebadet. Letzten Monat erst. Und mit dem ist sie durchgebrannt? Hat sie keine Nase oder wie funktioniert das? Ja, sofort. Eine neue Technologie ist erforscht. Wird gemacht. Angriff. Ja. Formiert euch. Ja, ist gut. Ja? Stopp. Wird gemacht. Unsere am besten, wenn ihr ganz gut arbeiten könnt, glaube ich. Fertig. Nichts lieber als das. Natürlich. Wenn's denn sein muss. Wir kümmern uns darum. Ja? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle vielleicht finden wir den Spawnturm sogar von dieser Seite aus. Haben nichts zu essen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, ist gut. Aber wahrscheinlich sitzt er da unten schon wieder drinnen. So soll es sein. Wird gemacht. Gut. Es sieht danach aus, als wir die Brücke ja, überqueren müssen. Ist gut. Und ja, bereitet euch nur darauf vor, Leute. Wie ihr wünscht. Fertig, Meister. Ist in Ordnung. Bauen wir zwei Türme, während die... Wir erledigen das. Während unsere Brückenarchitekten arbeiten. Sofort. Jawohl. Die werden es ja recht schnell machen. Wir erledigen das. Zahltag. Wie ihr wünscht. Betrachtet die Sache als erledigt. Seid unbesorgt. Wir bombarden zuerst. Auf in den Kampf. Ergreift sie. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Stopp. Zum Glück sind es Bombarden, die fast seid keinen Schaden unbesorgt. Machen. So soll es sein. Ja. Sie schattert. In Ordnung. Stopp! Das Gebäude ist ausgebaut. Und direkt auf Kanonenturm hoch. Aber gern. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Attacke! Stopp! Fertig, Meister. Ihr werdet angegriffen. Ausbau lasst das. Stopp! Hölgrim an hier rüber.
Wärter, Linie. Befehl. Ausbau abgeschlossen. Aber gern. Ja, am besten schießen hier die andere Seite der Brücke schön frei, damit wir gut überqueren können. Wenn sich nämlich hier kein Feind stackt, kommen wir gut rüber. Ausbau vollbracht. Ja! Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Wie ihr wünscht. Seid gesegnet. Wir erledigen das. Einer eurer Helden wird angegriffen. Betrachtet die Sache als erledigt. Jawohl. Gut. Wie ihr befehlt. So, um die Bombarden mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Verlegt sie trotzdem schon mal. Türme. Betrachtet die Sache als erledigt. Auf in den Kampf. Wird gemacht. Angriff. Sofort. Macht sie nieder. Lehrt sie das Fürchten. Bis in den Tod. Können den Beschuss wegziehen. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja. Auf so, aber lässt ihn nachrücken. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Wir können so, Ballistentürme konnte Pilgrim ja sehr gut einfach auffangen. Angriff. Sag mal, was ist... Oh, okay, jetzt arbeiten wir vernünftig. Ja, wird gemacht. Ja? Ich tue mein Bestes. Wird gemacht. Wenn ihr meint... Ja. Jawohl. Wenn ihr meint... Bis in den Tod. Ja, ist gut. Keine Angst, ich verstehe was davon. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ein Held ist in großer Gefahr. Betrachtet die Sache als erledigt. Bleibt in Bewegung, Pilgrim. Betrachtet die Sache als erledigt. Pilgrim ist zu weit in Bewegung geblieben. Ergreift sie. Angriff. Ja. Ja? Ja? Ja. Ich tue mein Bestes. Betrachtet die Sache als erledigt. Bleibt in Bewegung, Pilgrim. Schwerter, holt euch das. Wir werden siegen. Ja, ist gut. Wenn ihr meint... Stopp! Ergreift sie! Nein, Pilgrim! Jawohl, wir kümmern uns darum. Angriff! Wir kümmern uns darum. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Nur Mut! Wir werden siegen! Zahltag! Plündert sein ganzes Lager! Wie ihr wünscht! Ergreift sie! Und beten. Segnen die Bewohner der Stadt. Es sind keine zivilen Gebäude, das ist keine Stadt, das ist ein Lager. Bis in den Tod. Mit krassen Hütten. Aber gern, wenn's denn sein muss. Ja. Ja. So, alles hier wegreißen. Angriff. Und hier gibt es eine Schwefelmine, die wir nicht brauchen. So soll es sein. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Betrachtet die Sache als erledigt.